Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Jellyfish Shuffleboard. Wie man unschwer erkennen kann, ein weiteres Spiel aus der SpongeBob-Reihe. Wir hatten bisher zwei, Boo or Boom und Krabby Patty Flipper. Und ich könnte locker noch 50 weitere Folgen davon machen. Es gibt so viele SpongeBob-Games, die man zeigen kann. Aber natürlich werde ich nur die besten raussuchen. Und das hier ist ein ziemlich gutes Spiel. Da ich die Regeln kenne, kann ich direkt wieder weiterklicken. Wir nehmen Sandy und den Versus Mode. Ich kann noch mal kurz das Regelwerk zeigen, aber wir sehen es ja gleich selber in Aktion. Ja, es ist eigentlich ganz normal das Shuffleboard. Man schießt Quallen auf das gegenüberliegende Spielfeld. Das war schon mal nix. Nur ein bisschen weniger. Und das war auch nix. Gut. Ich taste mich erstmal wieder ran. Das war ein Minuspunkt, das hätte ich gleich mit einer anderen Funktion zeigen. Wenn ich voll gedrückt halte, schieße ich daneben. Nein, ich wollte das machen. Das war direkt eine Nullrunde. Aber das macht nichts. Ja, was war das? Das war noch schlechter als alles, was ich gerade gemacht habe. Wir sehen jetzt bei SpongeBob, dass ein paar Sterne in der Mitte des Spielfeldes erscheinen. Zu denen kommen wir gleich noch. Wenn ich dran bin. Ja. Minus 2 war noch besser als ich. Glückwunsch. Die CPU ist auch nicht so gut. Es läuft halt gerade echt nicht. Aber wir nehmen mal den blauen Stern hier. Der verdoppelt nämlich Punkte. Ich hoffe mal. Ach Mann, warte, 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 warte. Perfekt. Genau, was ich wollte. Denn das gibt jetzt eigentlich ganz gut Punkte. 30 an der Zahl. Der blaue Stern multipliziert nämlich das Feld, auf dem die Quelle landet. Ja. Was auch immer er da macht. Aber jetzt sammelt er auch die ersten Punkte. Mal sehen, wie viel es sein werden. Ach, Gemach, Gemach. 9 hat er jetzt. Oh, schaut mal, das Windteil da oben. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Lustigerweise, aber man sieht, es ist starker Wind gerade. Das heißt, ich sollte mir eine neue Flugbahn überlegen. Na gut, jetzt geht's wieder. Nein, ich muss immer noch ein bisschen mich rantasten. Das will einfach noch nicht gerade. Oh ja, absolut. Absolut, was ich wollte. Absolut, was ich wollte. Absolut. Moment, das waren gerade Pluspunkte, oder? Das war noch im 7er Feld. Ich habe gedacht, das war bei minus 10. Wow. Na dann habe ich nichts gesagt. Was macht der da jetzt? Haut er erstmal alles in die Mitte. Wow. Das war eine gute Runde von ihm. Wow. Jetzt geht er aber zum Träumen ein, der Gegner. Gut, mit einem geraden Winkel sollte das passen. Probieren wir mal auch die blaue. Na, oh, das ist mal viel. Den muss ich irgendwo reinschieben. Nein, komm schon. Verdammte Mann! Das wären mal locker irgendwie 32 Punkte gewesen, wäre der in dem Achterfeld gelandet. Oh ja, ich sollte meinen Gegner nicht unterschätzen. Oh doch, ich sollte ihn unterschätzen, denn er haut erstmal minus 10 rein. Na los, zeig mir, was du kannst. Oh. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bisher. Das wird aber nicht so bleiben, das garantiere ich. Oh ja, viel Auswahl. Man hat schon gesehen, weiße Sterne. Nehmen wir ganz normal. Guck dazu, gelbe Sterne bringen einem eine weitere Qualle ein. Oh, ich muss ihn kriegen, ich muss ihn kriegen. Nein, leider nicht, aber ich habe nochmal eine Chance. Immer noch nicht. Ja, warum auch nicht? Aber das war schon ordentlich. Mal sehen, ob mein Gegner das nachmachen kann. So, mal sehen hier. Nö. Oh oh. Er versucht auch gar nicht, den Stern zu bekommen. Oh, doch, doch, jetzt. Also bisher liefert er mir doch relativ Konkurrenz. Na gut, das war jetzt nicht so nice, aber es hätte auch noch schlimmer ausgehen können für ihn. Wow. Ja, ganz in Ordnung. Was ist los? Was ist los? Okay, einfach den gelben nehmen. Oh ja. Oh ja, bitte. Ja, sehr nice. Verdammt. Egal. Das war gut. Das war gut. Ich steigere mich gerade allmählich wieder. Oh. Wieder mal weiße Sterne en masse und minus 10. Ja? Gerade ist er wohl nicht ganz so gut unterwegs.
Wow. Minus 4, 10. Na gut. Ich denke, vor ihm muss ich erstmal nichts zu fürchten haben. Es sei denn, ich verkack's selber. Erstmal das nehmen. Das war nice. So, jetzt kieße ich die hoffentlich raus. Verdammt nochmal! Okay, gut. Probieren wir mal das hier. Das dürften sogar noch 7 sein, obwohl die fast wieder auf einem minus 10er Feld ist. Aber ich glaube, das wird tatsächlich. Oh, verdammt. Oh. Na gut. Das war eine interessante Runde gerade von mir. Ja, immer wenn ich Minuspunkte erreicht habe, versuche ich die wegzuschießen. Genauso, wenn ich eigentlich eine Multiplizierungsdings habe, versuche ich den auch ins Feld zu kriegen, wo Punkte sind. Ja. Das war nicht so gut. Wie gesagt, ich habe momentan, glaube ich, nichts zu befürchten von SpongeBob. SpongeBob. Nein. Kein Stern von mir, aber. Hier, komm, komm schon. Oh Mann! Ich krieg einfach diese Multiplizierungssterne nicht richtig. So wie ich will. Okay, aber erstmal muss er wieder zeigen, was er kann. Ja. Ja, schießt die einfach direkt wieder aus dem Wettungsbereich raus. Okay. Wenn er jetzt den blauen nehmen würde, dann wäre er richtig schlau. Aber nein, macht er nicht. Ja, 7-7-7. Gut. Wäre jetzt natürlich bei einem einarmigen Banditen sehr gut gewesen, 7-7-7, aber das spielen wir hier leider nicht. Was war das gerade für ein Geräusch? Wop! Vor der Wand irgendwie so. Wop! Oh, 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 oh. Das könnte richtig gut sein. Holy moly, das wird richtig hohe Punktzahl geben. Das wird richtig abgehen gleich. Okay. Verdammt. Egal, die gibt mir richtig Punkte. 64! Yes! Denn die plus 6, die der weiße Stern gegeben hat, werden natürlich ebenfalls multipliziert. Oh Mann, oh Mann. Oh, das war aber auch nicht schlecht. Das war auch ganz ansehnlich sogar. 40. Egal, ich habe trotzdem noch mehr als 100 Punkte Vorsprung. Was will er machen? Ja. Oh gut, da war wieder das lustige Sandgeräusch. Ah, ich bin wieder betrunken. Oh, na gut, das wird so nichts werden. Aber ja, genau das wollte ich machen. Absolut, absolut, absolut. Minus 20. Fantastische Runde. Der Rekord, den ich mal gemacht habe, war irgendwas mit 600. Ich habe aber schon eine Runde gesehen mit 815. Also es ist viel möglich. Wow. Wow. Er wollte mir wieder mal konkurrieren, allerdings im negativen Sinne, und hat einfach mal meinen Minus-Score übernommen. Ja, sag mal, ich schätze mal wirklich den Wind so schlecht ein diesmal, ne? Komm schon. Ich will den im Plusbereich. Mann, oh! Es geht gar nichts gerade. Ja, 7. Wow. Ich könnte schon mal was weiß ich für einen Punkt sein. Aber nein. Okay, erstmal schauen, was er hier macht. Ja, so wird das aber nichts. Ich kriege nochmal eine goldene Qualle als extra Versuch. Ja, minus 10. Oh, wenigstens ist er im Plus gelandet. Ja. Exakt 100 Punkte Abstand. Aber jetzt wird immer eine Knallerrunde wieder raus. So. Nach zwei schlechten Runden wird es aber wieder Zeit dafür. Ja. Ich beklag mich bisher schon mal nicht. Verdammt, der war zu kurz. Weil ich wollte die halt irgendwie da einigermaßen sinnvoll platzieren. Ja, ich beklag mich nicht. Das war eine solide Runde. Wow. Was hat unser Gegner hier vor? Nicht viel. Oh. Na gut. Ja. Wieder mal 10 nur. Hat er ja schon mal gemacht. Der Wind ist
relativ nichtig in dieser Runde. Ja, und deswegen schätze ich auch falsch ein. Es ist komplett Windstill sogar. Komplette Windstille. Na gut. Oh je, oh je. Wow, was für eine fantastische Runde. Naja, 13. Okay. Hol dir doch mal den Stern, ja. Wow, jetzt wird aber hier mal mit Multiplex. Wow. Er bekommt so viele gute Sterne und er verbuddelt sie richtig. Na gut. Was ist der Wind hier so ganz doof irgendwie? Probieren wir mal so einen Winkel. Nein. Probieren wir mal so einen Winkel. Ja, einigermaßen. Ja, doch. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt so. Oh, ja gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Es sei denn, ich kann weiter. Dann hätte ich das multiplizieren können mit dem Weißen. Das wäre ganz gut gewesen, aber es hat nicht geklappt. Oh ja. Er hat zwar weiße Sterne genommen, aber direkt die Qualle da wieder ins Minusfeld geworfen. Na schön. Jetzt kommt die beste Runde aller Zeiten. Schaut mal, wie ich jetzt abgehe. Ja, das war ja schon mal solide. Ah, verdammt. Die ist verhungert mittendrin. Komm. Na, ich will diesen. Ach, ja, den kriege ich jetzt sowieso nicht mehr korrekt. Kann ich auch genauso gut versuchen, das hier zu machen. Na gut. Es war nicht die beste Runde, aber es war eine annehmbare. Ja, hier wird dann wieder ein Minus rein. Warum auch nicht? Oh. Ja, nochmal, komm. Oh, das ist doch plus, ja. Letzte Runde. Wird das nochmal eine super knallermäßige Runde? Das war ein ganz solider Auftakt. Ja. Oh ja, perfekt. Ja. Boah, das ist ja nochmal wirklich nicht schlecht. Ja, kann man machen. Gut, Endscore 450 und er hier, keine Ahnung, was er machen wird. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden den letzten Stand von SpongeBob nicht mehr sehen, denn sobald SpongeBob seine letzte Runde beendet hat, geht das Bild einfach über und man wird mich als Gewinner sehen. Das ist ein bisschen komisch geregelt, das Ganze. Ich hätte mir das Scoreboard richtig schön anschauen können, aber nein. Dann passiert nämlich einfach das hier. Ja, das war doch ganz spaßig, würde ich mal meinen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.